Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier der Karte von Thüringen, Version 3.1. Karte ist die Nummer 2. Ja, ich wünsche guten Morgen, Thüringen, ne? Der Morgen ist da. Wie gesagt, die Nacht immer geschlafen. Guck mal ganz kurz nach, ob die BGH an Geld verdient hat. Hab's auch nicht richtig gesehen. Ging ziemlich schnell. Schau mal. Ich glaube 150.000 haben wir verdient. Und nur für Mist mehr oder weniger, ne? So. Dann werden wir gleich mal hinfahren zum Mistfahrer. Und den gleich mal wieder durchschicken. Das heißt, das Förderband wieder anschalten. Damit wir hier Gärreste bekommen. 380.000, mal sehen, ob die 800.000 gehen, glaube ich, hier rein. Ist eigentlich recht wenig. Aber wir sehen die andere BGH bringt auch ein bisschen Geld ein. Ja, da muss auch noch ein bisschen Kraft haben, die Gülle, ne? So. Und Schneidwerk fürs. Hey, ist er stehen geblieben. Wo ist unser Mistfahrer? Der ist bei der BGH stehen geblieben. Der ist hier. Wo ist er hin? Pause? Nix Pause. Oder war die Wege ja voll? Normalerweise nicht bei der Geschwindigkeit. Na, was ist los hier? Da hat er nicht gerade den Punkt erwischt. Selber. Normalerweise hat der abkippen, das klappt eigentlich recht gut normalerweise. Und dann stellen wir gleich wieder ein. Kann seine Runde fahren. So. Dann werden wir gleich wieder rennen zum Förderband. Mit aktivieren, das meistens gleich wieder aus. Ja, ist halt so, ne? Aber ist ja nicht gut. Ja, wir haben Sommer. Schauen wir gleich mal nach, ob Pferdegras reif ist. Wir können mal wieder auf 5 runter gehen. Förderband läuft noch. Können wir noch hören. Ja, das ist typisch. Stehe ich auf über dem Wege. Und das ist unser Abfahrer für 3 da auf Feld 10. Bei Gelegenheit mal. Dann schauen wir gleich nach, ob es entsprechend Pferdegras reif ist. Investieren müssen wir auch noch. Und zwar geht es darum, dass wir mit einem Fahrzeug Gärreste nicht klarkommen. Abfahren nicht klarkommen. Das ist zu wenig. Ich weiß auch nicht genau, wie lange die Gärreste überhaupt reichen wird. Von der Menge her. Und daher bin ich ein bisschen vorsichtig, aber an sich mindestens 2 Fahrzeuge haben für 2 Felder oder ein Verband für 2. Das große Feld hier ist immer hier bei Mais. Weil ich würde immer tendieren, die Felder zu nehmen, die am dichtesten dran sind. Und alle anderen sind halt weit weg. Das ist irgendwo dann nicht günstig. Aber wie gesagt, weil ich von der Menge her nicht ganz so überzeugt bin. Also da kann es sein, dass es nicht reicht. Ne? Hängt auch davon ab, wie stark Personalfarming die Bodenwerte einmisst und wie viel Dünger man geben muss. Den Rest muss man halt mit Kunstdünger ausgleichen. Ne? Ist ja halt so. Ne? Kalkabfahrer werden wir auch noch viel brauchen. Also das auf jeden Fall. Das wird heftig werden mit Kalk. Und da muss man die großen Kalkfahrer nehmen, gleich am Anfang mal gleich kalken, den wir aktiviert haben. Ne? Vorher macht es ja keinen Sinn. Personalfarming macht alles auf Null und dann kann man komplett von vorne alles beginnen mit Düngen. Deswegen habe ich ja auch vor der Ernte, das jetzt nicht vor zu übernehmen, sondern auch nach der Ernte. Ja, und für ein Gärreste fahren wir einen starken Traktor nehmen. Der Fendt-Traktor ist dafür geeignet.
muss man nur breite Reifen nehmen, so, beziehungsweise Linksbereifung, dass er auf dem Feld auch klarkommt. Haben wir jetzt zwei Abfahrer, glaube ich, für Teile. Ne? Jetzt muss ich überlegen, habe ich da noch mal hingestellt gehabt? Leute, das habe ich schon vergessen. Oder ist das hier von der Karte her? Ich weiß es nicht. Das sieht doch so schön gerade aus, ne? Kann man durchgehen? Da kann man durchgehen. Also ich kann mir jetzt nicht ansehen, dass ich jetzt hier Silageball hingestellt habe. Also ist das jetzt von der Karte her so? Ich meine, bei der Karte muss man jetzt Folgendes sagen. Die hat ja ein paar Dinge jetzt bei als Schmankel. Zum Beispiel hat die hier im Ort im Winter einen Weihnachtsmarkt, der im Sommer jetzt nicht erscheint. Ne? Es kann sein, dass wir mitkriegen, wenn wir durchfahren können. Das heißt, die kommen nicht durch, weil sie da jetzt gesperrt ist. Augenreifen und so, ne? Fehlermeldung kommen könnten, theoretisch. Aber im Winter fahren wir eh fast nicht. Aber wie gesagt, das ist da mit bei, ne? So ein kleines Ding. Die hat er mit eingebaut. Also pro Jahreszeit müssen Dinge dann, dann kommen. Ne? Jetzt wundere ich mich gerade mit den Ballen. Ich fahre ja die Ballen an gleichen Hof. Ich lagere die ja nicht am Feld ab. Macht ja keinen Sinn, ne? Also ein bisschen an anderen Faktoren, aber dafür reicht zum Abfahren. Guck mal, das ist für 53 km/h. Das ist vollkommen in Ordnung. Brauche ich auch Fahrzeuge, die für mehrere Sachen nehmen kann. Ne? Also, jetzt haben wir 1, 2, 3. So, den dritten nehme ich jetzt vom vierten jetzt vom Pferdegras weg. Guck mal das Feld an und das Reifegras. Also Getreide ist auf jeden Fall noch nicht reif, das kann ich jetzt schon sagen. Das erwarte ich auch frühestens Mitte Sommer ungefähr. Wenn überhaupt. So. Und zwar Feldfrüchte. Aber wir haben Gerste. Das wird schönes Bier. So, und mal Gras aktivieren. Ne? Unsere Grasfelder sind ja die beiden Grasfelder, die ich habe. Und dann gehen wir auf Wachstum. Dunkelgrün. Unser Pferdegras ist reif. Oh, oh. Unser Klee ist reif. Ob wir es düngen können? Ich glaube schon. Ersten Wegpunkt. Können wir leicht düngen. Müssen wir mal gucken an der Karte. Und zwar im Wachstum gedüngt. Das ist ja hellblau. Ne? Das muss ja hier beides noch dunkelblau werden. Ob da auch noch was geht, mal probieren. Ja, hier könnten wir schon mal theoretisch anfangen. Ne? So. Das andere mal gleich gucken. Und den machen wir, wie gesagt, anfangen. Ah, oh, sieht das schön aus. Das sieht gut aus. Das ist unsere Luzerne. Hm, das sieht gut aus. Da werden sie unsere Kühe freuen, ey. Miss Blocking. Die Sau hat wieder aufgehört. So. Wir fahren mal ans Feld ran. Hier mal Kursplay. Feldarbeit. So, dann gucken wir gleich nach. Und zwar. Kursgenau für 41. Vorgewende machen wir 2. Weich beginnen auf Feld rein. 13 Meter, das passt. Wir machen lieber 2, 3 Vorgewende. Auf Feld rein, weich. Die
Wir können auch scharf nehmen. Ich probiere mal scharf. Wir landen nach Kurs. Und den speichern wir mal ab. Das ist Feld 41, weil ich nicht weiß. F9. E9. 41. Feld 41. Medien und Spatt. Weil er beides macht. Ich schreibe zusammen Medien und Spatt, also Komma. Weil da geht mir durch beschränkte nicht so viel rein. Was schreiben könnte, weil nur ein Platz ist, nur ein Spatt. Und die Meteranzahl. Da sind nur zwei aus egal. Es geht ja darum, dass ich näher von einem Fahrzeug, der da pressen soll, das entsprechend das hinkriegt. Ne? Also gerade den Punkt sind, ne? Wenn du gerade den FPS halt, wenn es runter geht. Na, was hast du für Probleme jetzt? Ja. Was fällt los? Ich glaube, deswegen wird die vorne aktiviert, weil er sonst die Frucht zerstören würde. Das wäre ungünstig. Kursplay. Nicht benutzt ist richtig. Erweiterte Einstellung. Und zwar geht es darum. Geht es darum, dass das Toll früh anheben und spät absenken. Ich mache es umgekehrt. Ne, umgekehrt früh und spät. Das ist im Prinzip der Entschlag, dass hier beginne und nicht mittendrin. Ne? Also, ich probiere es mal so. Gucken, wie es aussieht, wie das macht. Und vor allem, ob er auch Spatt macht, ne? Ja, ja, macht Spatt. Ja, genau, das wollte ich so wissen, dass er genau da aufhört. Und nicht, mittendrin. Man hätte ja auch theoretisch anfangen können, gleich mit, das blöd, ne? Dass man das so früh absenken, ne? Toll früh anheben. Früh. Oder hier, wenn man das nicht mitmacht, das ist mir blöd. Mal gucken jetzt, ob das klappt. Ja, ist ein bisschen besser. Der andere macht ja in der Mitte, wenn er rumfährt, nachher. Ja, das passt schon so. Gut. Jetzt kann eine Weile arbeiten. Und wir können mal gucken, ob das hier klappt, ne? Das ist ja klar. Hier rechts Unkraut. Okay, der muss warten. Und macht unser Dünger. Ja, er zeigt an, alles gut. Ja, gut, das wollte ich sehen. Jetzt gehen wir hier hin. Ich weiß nicht genau. Jetzt haben wir hier zwei Fahrzeuge. Okay. Zur Not kann man euch hinzukommen. Ja. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob das noch weitere Stufen wachsen könnte. Vielleicht ja, aber ich mach mal jetzt schon Probe. Hier brauchen wir zwei Fahrzeuge. So, erstmal Kurs berechnen. Kursgenerierung für Feld 29.
Zwei auf demselben Kurs, 9 Meter, ja. Fahrgewände machen wir ruhig zwei. Beide Fahrzeuge, da machen wir ruhig weich. Da machen wir ruhig weich. Im Großen und Ganzen ist hier alles rund. Vorgewendebahn oder in Feld rein. Nehmen wir am Fahren vorne an, dass er gleich am Rand machen kann, ne? Sonst müssen wir drüber fahren. Das Brechen dauert ein bisschen länger. Für zwei Fahrzeuge. Klappt gut hier. Julius macht das hier. CP Julius. Und hier, das sieht gut aus. Das ist meine größte Sorge, dass er hier entsprechend so blöd fährt. Ne? Also er wird hier im Prinzip beginnen. Zurück. Das speichern wir gleich ab. Weil die müssen hier, wenn wir das Spiel beenden. Und ich werde ihr das beim nächsten Mal benutzen können. Das heißt, Feld 29. Häckseln, also Pferdegras. Ja, total am besten. Pferdegras. Mit Gerät, ne? Häckseln. Häckseln. Zwei Fahrzeuge. Die Breite brauche ich nicht, das ist ja offen. Beziehungsweise, wenn es nicht funktioniert, muss man mit E löschen. Zwei Fahrzeuge, 9 Meter machen wir jetzt mal, dann wissen wir Bescheid. 9 Meter speichern. So. Ersten Wegpunkt. Autoreif benutzen. Ganz wichtig. So, den mal gleich kopieren. Ja, kopieren heißt es hier. 8 Meter, da können wir kopieren. Ersten Wegpunkt und wenn wir hier gucken, dass der rechts arbeitet. Ja, und der linke links. Und hier ebenfalls Outdrive benutzen. Das haben sie wieder nach vorne verschoben. Das finde ich persönlich gut. Weil man so leichter sehen kann und man kann es dann nicht übersehen. Ne? Also der du bist auch links, bis links und alles rechts. So, wir haben hier zwei Fahrzeuge da. Muss ich mal gleich mal probieren. Beim Dreschen wäre es einfacher, weil da wird es. Da müssen wir einfach losschicken und dann entsprechend einstellen. So, wie heißt der Punkt hier? Feld 9. Und hier machen wir hinter dem Startpunkt. Hier ist gelegen, Feld. Raus. Also Rausfahrt, ne? Und hier stellen wir ein Drescher. Das ist Feld Nummer 29. Deswegen müssen wir hier so gucken. War Nord. Ich habe das und abkippen. Da fahren wir gleich hin, ich weiß nicht genau, wo der Punkt ist. Also einer soll ja fahren bei einem Silo und einer beim anderen Silo. Wetter da, den brauchen wir hier manchmal nicht, den lassen wir mal stehen. Und schon mal, das soll es in Freude gewesen sein. Morgen Zeit, denn wo wir den Punkt nur abladen werden. Und tschüss, ciao. Jo, morgen geht's hier weiter, hier in Thüringen. Tschüss, nochmal ein dickes Dankeschön, fleißig reinhalten.